So war irgendwie auch nur Regeneration. Kraftheilung, erinnert da noch euch noch dran? Das wäre echt cool gewesen. Okay. Ich frage mich jetzt nur, wo ist das, wo ist der Zauber Willkommen in der Gilde des Lähmung Geistes. heilen da? Das ist der, den ich brauche. Und, naja. Lähmung heilen habe ich schon mal, aber ich habe noch keine Geistesmagie. Ich bin noch nicht Experte drin, aber ich habe ihn mir schon mal geholt. Dann habe ich den auch schon mal. Das ist sowas von untaktisch, aber was soll's. Wie er sagt. Wenigstens habe ich es dann, ich vergesse es nicht. Und nachher ist der Zauber weg und dann ärgere ich mich wieder. Geistesmagie kann ich jederzeit lernen. Aber naja. Kampfmagier. Das ist eine Bogenschützenaufgabe. So, okay. Er seufzt. Ihr denkt also, dass ihr bereit seid, Kampfmagier zu werden. Das ist aber nicht einfach. Ihr müsst genauso erfahren im magischen wie auch im kämpferischen Bereich sein. Es gibt dafür natürlich eine Prüfung. Reist zu den roten Zwergenminen. Da will ich ja sowieso hin. Reist, dort werdet ihr zweierlei Kreaturen begegnen. Einigen, die ihr nur mit Magie bezwingen könnt. Und anderen, die nur gegen kalten Stahl empfindlich sind. Hinteren Teil der unteren Bereiche der Szene werdet ihr einen Mechanismus entdecken, den Zwerge entwickelt haben, um den Aufzug anzuräumen. Das ist der einzige Zugang zu den oberen Bereichen der Minen. Um den Kreaturen die Möglichkeit zu nehmen, die oberen Bereiche und damit die Oberwelt zu erreichen, muss der Rien an der Maschine mit diesen hier ausgewechselt werden. Ist aber abgenutzt und sollte nur ungefähr eine Stunde halten, bevor er reist. Diese Zeitspanne sollte ausreichen, um den Aufzug wieder zu erreichen und nach oben zu fahren. Sonst seid ihr dort unten gefangen. Schwätzt die Kreaturen endgültig ein und kehrt dann zu mir zurück. Erst dann werde ich euch zur Kampfmagier nennen. Nächste super Aufgabe erhalten. Irgendwie nur super Aufgaben, die nichts für unsere Leute haben. Wassermagie-Experte. Ja. Wir können ja schon mal gucken, wo wir Wassermagie, ich sage Wassermagie-Meister werden. Eigentlich total wichtig, und Stadtportal zu lernen. Ist einer der assigsten Sachen von allen. Portal assig. Ich muss, da lang. Genau. Ich muss da lang gehen. Ja, wo die ganzen Leute hier rumschillen. Das sind alles coole Wächter, die sind echt toll. Das sind alles Elfenwachen. Die sind aber auch nicht so stark. Wir gehen jetzt in den komischen Hügel rein. Ja, das sieht so aus. So sieht der komische Hügel aus. Das ist die Halle unter den Bergen. Und ich glaube, das ist da ist der Ort, wo ich erstmal hin muss. Los jetzt! Ja, so, wir gehen jetzt rein und klopfen Viecher. Ich will erst mal gucken, was hier passiert. Ja, wir laufen jetzt hier herum. Glaube ich eigentlich richtig rum oder glaube ich falsch rum? Nein, ich glaube richtig rum. Ja, wir laufen jetzt die ganze Zeit drum rum. Das ist nicht lustig. Yay, wir laufen immer weiter und weiter. Und weiter, Beam. Ja, und so. Und so sind wir hier. Der Feenkönig. Der kleine König verbeugt sich. Willkommen, meine Reichssterbliche. Nur wenige erreichen die Tür und dafür lobe ich euch. Doch jetzt, wo ihr in der Festung empfehlen seid, solltet ihr wissen, dass nur wenige wieder zurückkehren, die es gewagt haben einzutreten. Jäger? Bei der Tür klopft ihr, um Magie zu finden. Ihr hattet sich immer, ihr müsst hören, wo ihr euch suchen müsst. Manchen erzähle ich das und sie finden sich immer noch nicht. Ja, vor der Nase liegt sie. Einfach ein Ranger von euch sind nur Jäger. Die anderen Jagdhelfer können euch, wenn ihr da helfen, okay. Schlau sind sie, die klopfen an meine Türe. Ja, die hat die Flöte. So, Johann, will also die Feenflöte? Wascht mich gar nicht, doch wird diese Welt hier nicht hinkommen. Aber die Flöte wird euch etwas kosten. Alle Verpflegung, die ihr bei euch habt. Ich habe köstliche Nahrung, falls ihr eure Rucksäcke wieder aufnehmen wollt. Okay, was soll's. Ja, wir haben ja unsere Nahrung verloren. Wir haben jetzt zwei Aufträge erfüllt. Und somit haben wir sehr viel Erfahrung bekommen. Sind jetzt somit Jäger. Wisst ihr, da war gerade eine Kiste und ich habe sie einfach eiskalt ignoriert. Ist mir gerade so aufgefallen. Was sollen wir machen, ne? Ist halt noch eine Kiste. Darum können wir uns ja noch später kümmern. Ist das Fackellicht eigentlich? Das ist so ein scheiß Fackellicht. Ja, was wird uns hier erwarten? Altbekannte Gegner, ihr habt sie schon gehört. Hallo. Das sind dumme Fliegen wieder. Hallo, Fliegen. Boi. Jai, sie ballern wie bekloppt herum. Spürt man kaum. Yeah, mehr spürt man kaum. Ja, egal. Ja, wir haben uns gerade das Nahrung geholt und dafür bringen sie uns einfach alle um. Jai, wir sind Fliegen. Wir sterben alle. Oh, das ist eine Starke von denen. Jai. Hilfe, ich hab so eine Angst. Wieso drehst du so durch, ey? Nee. Okay. Ja, hier sind einfach dumme Fliegen, also die dürft ihr nicht zu ernst nehmen. Das ist ja wirklich hier das geringste Übel von allen. So, ist mir Amulett, das können wir erkennen, das können wir eh nicht identifizieren, das ist zu derbe. Okay, hier haben wir einmal Nahrung. Nahrung, lecker, lecker. So, jetzt haben wir schon wieder was zu essen. So, hier ist Geld. Das könnte vielleicht gar nicht so ein übler Ort, wa? So, hier sind wieder Fliegen. Okay, die haben uns entdeckt. Jetzt können wir sie auch umbringen. Jai, wir sind schlecht. Schlechte Gegner, schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht, geh weg. Stirb an Schlechtigkeit. Jai, dreht durch. So,
So. Diese dummen Vögel fliegen. Wieso hat man die überhaupt hier hingebaut, ey? Das ist einfach nur schlecht. So, hier noch ein Apfel. Und da ist noch ein Apfel. Mh, lecker. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nichts Besonderes. Schlechte Armbrust. Komm, komm. Wir drehen da so durch. Oh, ich bin eine Drachenkönigin. Geil, nur ein Akrobat, der getötet wird. Wow. Nochmal Feuerball ins Gesicht gefetzt, ey. Echt derbe. So, kriegst du einmal Regeneration, Akrobastian, und dann geht's dir auch gleich besser. Ach, schön. Das Spiel ist doch wirklich lustig. So. Ei! Wie soll das dann so welchen Ort? Ich sag dir, das ist ein sehr simpler Ort und man kriegt sehr schnell Erfahrungspunkte. Ei, tot. Okay. Toter Gegner ist gut. Hm, ich weiß, dass es hier ein Geheimnis gab. Hallo. Gab es auf der Seite auch ein Geheimnis? Ja, auf beiden Seiten. Dann erinnere ich mich doch wieder auf, ihr braucht keinen süßen Sinn, das weiß ich auch so. So. Ein dummer Knüppel. Ah, vielleicht kannst du es ja doch erkennen, das andere Amulett, was? Mal gucken. Ah. Okay, du kannst sie echt erkennen. Heftig. Bist echt ein heftiger Kerl. Okay. Dann packen wir das einmal ein bisschen um. Ja, ich weiß, die nehmen heute irgendwie sehr lange auf, aber das ist ja auch mal nicht so schlecht. Okay. Hier nochmal Geld, 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 Geld. Oh, und da war jemand anderes. Großer, schlechter Schild müsste da stehen. Weil den brauche ich nicht mehr. Ich habe ja eh jetzt den derbsten Schild aller Zeiten für meinen Kollegen. Hallo. Gefällt dir das? Oh Gott. Heiliger Jesus, dreht durch. Oh Gott. Ist voll Akro. Aber es ist doch eigentlich Akro, was das Aufgabe so jetzt reizt. Du wirst einfach geketzert. So. So. Wo ist tot gebritzelt? Was ist denn das hier? Nichts Besonderes. Ach, nichts Besonderes. Ja, wenn das so ist. Dann nehmen wir den gerne an uns. Okay. Das ist natürlich noch nicht alles hier gewesen. Wer sich davon täuschen lässt, der ist wirklich ein Narr. Ein Narr. Wir können auch hier lang gehen. Nämlich zur Superwand und ich weiß nur nicht mehr, wie man die Superwand hier aufbekommt. Ich glaube, Blut. Ich muss aber kurz einen Weg für die Superwand finden. Ist hier nicht irgendwie noch ein Weg oder ein Gang oder ein Knopf oder sonst was? Ich klicke mich einfach durch. Ich finde schon was. Irgendwo wird hier was sein. Njaung. So. Den Baum anklicken. Geh mir aus dem Weg. Hier irgendwas anklicken, irgendwas anklicken, irgendwas anklicken, irgendwas anklicken. Irgendwas muss ich doch anklicken können, oder? Irgendwas? Irgendwas anklicken? Irgendwas? Oh, jemine. Ich komme nicht weiter. Aber nur, weil ich nicht den Ort zum Anklicken finde. Hallo? Ich komme nicht weiter. Scheiße. Ach, verdammt. Wo geht's denn hier weiter? Ich weiß, dass es hier noch einen Weg gab. Aber wo? Ich klicke mich hier einmal mit den ganzen, ganz bekloppt mit dem Mauszeiger rumklicken. Das liegt echt nur daran, dass ich echt gerade den Weg finde. Suche zu finden. Ich finde ihn nicht, das ist gerade das Problem. Okay, hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Ist hier oben eine, ist hier irgendwie unter einer Steilkante irgendwas? Ach, scheiße. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wo der Weg ist. Hilfe. Kurzen Moment. Okay, muss ich mal gucken. Der nicht, der nicht. Ah. Okay, haben die eine von den Feuerfliegen hat den Schlüssel gehabt. Und ich muss den richtigen Charakter dafür auswählen. Ich hatte nochmal nachgesehen. Ich hatte den Schlüssel, aber ich hatte eine. Und hier ist einfach. Das war Zufall. Das war Zufall. Ich will nochmal sagen, das war Zufall, dass ich da jetzt drauf geklickt habe. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt lang gehen, nicht einfach. Ach, was soll's. Glaubt mir eh kein Mensch. Jai, Feuerfliege. Jai. Ja, stirb einfach. Stirb. Tot. Geil. Da ist einfach ein erfrischender Brunnen. Sehr, sehr erfrischend. Ja, das ist wirklich sehr schön. So, was können wir haben? Ein Langbogen. Den nehmen wir natürlich gleich an uns. So, da können wir schon mal wieder ein bisschen besser ballern. Denn besser ballern ist natürlich. Will ich nicht, verdammt. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es nicht. Okay, dann. Boom. Schon entschärft. So, ich glaube schon wieder mit Bummel. Wir schon entschärft. Du tust so, als wäre das das Normalste der Welt. Anderes. Die Hälfte deiner Sachen fliegt in die Luft. Okay. Damit hätten wir jetzt alles, oder? Ja. So, das war der letzte geheime Gang hier noch. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt, glaube ich, hier erstmal auch Schluss, weil ein bisschen Geld habe ich jetzt. Hab ein bisschen Sachen gesammelt, hab schöne Erfahrungspunkte bekommen. Ich werde mich jetzt nochmal in Harmon Day wahrscheinlich ausbilden gehen. Also viel mehr gibt es hier auch nicht mehr zu holen. Und ja, die Flöte können wir dann noch nach Erafia bringen. Und dann, nee, wir bringen jetzt noch die Flöte nach Erafia und dann werden wir uns ausbilden gehen. Dann geht's los, dann machen wir das. Ja, so wird das laufen. So. Wieso ist das eigentlich so ein Steingeräusch, wenn ich über das Gras höre? So, bruch, 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 bruch. Das ist das übel. Ich bin schon froh, dass ich Hauptgeräusche habe beim Laufen. Weil normalerweise ist es bei meinem Menschen so, dass diese Geräusche irgendwie nie gemacht werden. Das ist irgendwie komisch. Hm. Weil es einfach so eine Macke des Spiels. So, und jetzt? Da. Wow! Okay, voll nach oben gebeamt. Das ist aber nett.
Na, seht mal einer an. Tunianischer Forst, Leute. Elfenwachen überall. Ja, es gibt aber nicht nur Elfenwachen, es gibt auch Elfenkrieger und die sind verdammt stark, wenn wir auf ihre Lebensleistung.